aktuelle Ausstellungstipps aus der Städtischen Galerie Wollhalle in Güstrow. Die Städtische Galerie Wollhalle in Güstrow bleibt vorerst weiter geschlossen. Die aktuelle Ausstellung Schüler und ihr Material gestalteten zwei Kunstgrundkurse der 12. Klasse des John-Brinkmann-Gymnasiums. Aus dem Landkreis Rostock reichten verschiedene Schulen Werke zu den Themen Materialerkundung und Illusion von Malerei ein. Darunter befinden sich Collagen, Linoldrucke, Köpfe aus Ton und Gips und vieles mehr. Für Porträtplastiken arbeiteten einige Schüler mit dem Güstrower Bildhauer Henning Spitzer zusammen. Für Interessierte haben sich die Veranstalter etwas Besonderes überlegt: einen virtuellen Rundgang durch die Ausstellung. Ab jetzt ist der dritte Teil, das große Fressen, zu sehen.